Ja, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Adventskalender-Türchen 11 und heute mit... Grandos Muchos. Genau, mit dem lieben Mutschi. Also freut mich erstmal, dass du mein Tagebuch aufnimmst. Bist du Adventskalender? Ja, ja. Kannst dich ja mal vorstellen. Also ich bin der Mutschi, ich bin schon so alt, 17. Hä, echt, bist du 17? Ich hatte jetzt Geburtstag vor einer Woche, zwei Wochen. Alles Gute nachträglich immer. Danke. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und ich mache Minecraft-Content und Design-Content seit 5 Jahren. 5 Jahren, geisteskrank. Ja, übrigens seht ihr auch die Cam von dem Mutschi. Der hat nämlich Cam angemacht. Auch richtig nett, ey. Das ist wirklich sehr, sehr korrekt. Auch richtig Greenscreen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen, ne? Also ist auch schon ein bisschen eine Zeit lang, die wir uns kennen mittlerweile. Ja. Oder? Ich glaube schon. Ja, schon. Du hast mich. Ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, ich habe einfach ich nur weiß ein es auch von dir. Stimmt, doch. Ich glaube, das so war es. Irgendwas mit. Ich glaube, du bist bei mir reingekommen. Das kann sein, ja. 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 Und du kanntest mich schon vorher durch eines meiner Videos. Irgendein Cape. Stimmt. So, mache ich mir jetzt hier ein schönes Dia-Schwert. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ich bin gleich mit tot. Fußball-WM? Oh nein, shit. Alles gut, hab ich gesaved. Wichtig. Und richtig. Was denkst du über die Fußball-WM? Ja, ich find's krass, was Marokko gemacht hat, ne? Also, das ist echt, hat meinen Respekt, dass die das da so zerstört haben, jeden und alles, so ist krass. Ja. Was ich an der Stelle auch noch sagen muss, jetzt spielen ja bald Argentinien gegen Kroatien und Marokko gegen Frankreich und ich sag, oh mein Gott. Tatsache, ja. Erzähl, wer gewinnt? Ich was sag, ist denn Call? Ich sag, dass auf jeden Fall die Kroaten gegen Argentinien gewinnen. Sagst du echt? Das glaube ich Tatsache, weil die Kroaten waren sehr stark und Argentinien war so, ja, die haben ja, das stimmt, gemacht, das stimmt. Und normal würde ich sagen, Frankreich holt Marokko easy, aber das hätte ich eigentlich auch bei Portugal gegen Marokko gesagt, deswegen glaube ich, Marokko macht das sogar. Ey, ich würde Frankreich so nicht gerne, ich mag Frankreich so sehr nicht. Ich auch nicht. Achtung, er steckt sich auch. Jungs, morgen ist es soweit, morgen bin ich erstmal weg und ich habe morgen Seminar. Der hat auch Voice Chat, warte mal. Hallo. Spielst du mit BRC? Nein, ich spiele mit Labimod. Meine ich ja. Tschüss. Boah, eine Pearl. Oh, die kommt sogar an. Schade, Schokolade. Mach mal rüber jetzt. Hast du auch eine Pearl? Nee. Nee, aber auf jeden Fall, was holst du dir zu Weihnachten? Was kriegst du zu Weihnachten? Das weiß ich nicht, daher, dass ich jetzt Geburtstag hatte. Ich würde mir wünschen, eine bessere CPU für meinen PC, weil die ist jetzt mittlerweile schon 8 Jahre alt. Kannst du auch Sachen so einbauen und so, oder wie ist das? Eigentlich nicht, ja, ich bin eigentlich so gut wie tot. Ich habe ihn in den Namen gesetzt. Wie viel HP hat er? Weiß ich nicht. Hey, warum sehe ich das nicht? Oh mein Gott, ich habe ihn gefickt. Ey, Sensenmann, so ein gutes Kit. GG, die erste Runde damit haben wir gewonnen. Let's go. Ja, let's go, läuft richtig gut. Nee, also Weihnachten, ich habe mir jetzt erstmal eine Hose bestellt. Also eine Nike-Hose einfach, weil ich wusste nicht, was ich mir holen soll. Und bevor ich dann ohne Geschenk dastehe, ist natürlich auch ein bisschen blöde. Ja, und sonst. Ich muss eigentlich meine Mutschi-Cap holen für die Aufnahme, wo ist die? Was ist denn Mutschi-Cap? Ich wurde gecapped. Gekickt? Ja, ich habe eine Kappe, da steht in lila Text Mutschi drauf. Ernsthaft, eine eigene Kappe? Ja. Das ist geisteskrank. Ja. One more night. Ja, ihr könnt übrigens auch mal mehr kommentieren, weil es kommentieren voll wenige mittlerweile. Finde ich ein bisschen schade. Ab morgen kommen auf jeden Fall Gastuploads. Oh mein Gott. Ich hoffe, es klappt alles. Hab sie. Oha, hast du selber machen lassen, oder wie? Auf Mallorca gab's da jemand, der hat dir extra so welche anfertigen lassen. Okay, wie teuer war das? 10er. Hä, wie cool. Jetzt habe ich meine Mutschi-Cap. Ich meine, sowas gab's auch in Berlin irgendwo, dass du so Caps selber machst und selber was draufschreiben kannst oder so. Wo wohnst du denn? Also wo ungefähr? Ich bin ein Schwabe. Wo ist das? Das ist in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Wo ist das? Neben Bayern. Ach du Scheiße. Bayern. Waren Sie schon mal in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, aber Bayern ist ja echt schlimm. Ja. Z-Primax, du Affe. Wie ist so deine geografische
deine geografischen Kenntnisse in der deutschen Bundesrepublik dort? Ich habe gute Allgemeinbildung, würde ich sagen. Richtig. Muss kurz überleben. Komme, ich breeze die zu dir. Alles gut. Also sieht noch okay aus, auf jeden Fall. Primax, das war's mit deinem VIP übrigens, auf jeden Fall. Ist er geliebt? Ist er geliebt? Er ist an irgendwas gestorben, vielleicht verbrannt. Ne, ich glaube geliebt ist der. So, einer ist down. Der Arme. Warte. Let's go, hol dir ihn. Ich hol ihn. Ah, da hinten sind die nächsten. Machen wir einen TNT-Boost. Ich habe 19 TNT. So, warte, ich kill kurz den ja auch noch. So, bup, bup. Kurz den hier noch töten. Ja, nee, aber Leute, auf jeden Fall kommentiert gerne ein bisschen was. Ich werde auf jeden Fall noch gucken, was für Gäste ich ranhole. Es wird, ich weiß nicht, ob jetzt die Woche täglich Videos kommen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich habe nur ein paar Gast-Uploads. Bist du tot? Ich komme. Super. Achso, oh. Ich habe leider, glaube ich, nicht für jeden Tag einen Gast-Upload bekommen. Leider. Es tut mir echt schrecklich leid. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Boah. Bin tot. Nein. Shit. Aber du spielst mit mir das Skywars-Legende, yeah. Na klar. Die sind Wins wie Kills. Ja, Bruder, oh mein Gott. Oh mein Gott, komm, hol ihn dir. Was ist jetzt gerade dein Ziel mit den Blöcken? Hier, runterhauen? Ja, ja, aua, aua, das sieht schmerzhaft aus. Oh Gott, oh Gott. GG. Oh mein Gott. Wellplayed. Der bessere Spieler gewinnt. Und das bin somit ich. GG. Let's go. Gute Runden. Also ich muss euch so viel sagen. Ich habe heute schon mit einem Partner was aufgenommen gehabt. Und ich war mir auch sicher, dass das hochgeladen wird. Aber leider meinte er dann doch nicht, dass ich es nicht hochladen soll, weil er es nicht ungern wollte. Und dann war ich gerade im Fitnessstudio. Es war gerade so 18 Uhr. Deswegen kommt die Folge auch so spät. Tut mir auf jeden Fall schrecklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Aber ich muss auch sagen, dass wir da gameplay-technisch alles verloren haben. Weshalb es nicht so gut lief. Man muss ja gerade sagen, dass wir gerade alles rasieren. Ja. Du hast ja aber auch einen wunderschönen Weihnachtsskin hier heute reingemacht. Ja, den habe ich seit letztem Jahr auf jeden Fall. Der wurde mir gemacht und ja, seitdem habe ich den. Der ist echt ganz cool, also. Ich habe auch einen Weihnachtsskin, der ist jetzt mittlerweile alt, seit 2018. Den benutze ich jedes Jahr an Weihnachten. Ja. Ich bin so ein alter Hase. Ja, ja. Erzähl mal, durch wen bist du auf Minecraft gekommen? Wie bist du zu Minecraft gekommen? Boah, das... Kurzfassung. Wir schreiben das Jahr 2012. Ach du Scheiße, okay, ja. Fun Fact, nee, ich kann dir die ganz Kurzfassung geben. Ich hatte damals eine Xbox 360 und ich wollte so viele Spiele wie möglich auf der Xbox haben. Und dann bin ich einmal in unseren Müller gegangen und habe gesehen, da war Minecraft für die Xbox. Dann habe ich 2013 damals, da war ich in der zweiten oder dritten Klasse, habe ich das angefangen zu spielen. Und ich habe 2 Wochen lang an einem Dirt House gearbeitet, weil ich nicht wusste, dass man auch anderes haben, dass man so Sachen haben kann. Ich war tops genommen. Aber damalige Zeit schon cool gewesen auf jeden Fall. Boah ja. In meiner alten Version, da gab's doch nicht mal Emeralds und Villager hatten noch keine Berufe. Ja, bei mir auch nicht, bei mir auch nicht. Ja, bei mir auch, das war 1.2.3 die Version. Ja. Oder 1.2 auf jeden Fall. Und dann 1.3 kam die. Oh mein Gott, stark. Stark, okay. Das ist dein Kill gewesen, stark. Ich bräuchte Healing bitte und Chestplate schnell. Ein Gap und das und das. Ey, Baba-mäßig. Wann spielen wir Skywars-Turnier zusammen? Ich bin jetzt sogar bei einem Skywars-Turnier angemeldet. 1.16? Bei einem 1.16-Turnier, ja. Mit Wichtiger. Mit was wird Wichtiger? Team? Ja, der ist in dem Turnier auch drin. Werde ich Gedeos oder? Achso, nee. Shit. Ich lagge oder? Nee. Oh mein Gott, ich hab ihn. Stark. Geisteskrank. Wie mit Wichtiger? Also spielst du mit Wichtiger oder von Wichtiger im Turnier? Der ist in dem Turnier mit, das ist von dem Shape Clan organisiert. Was für ein Preisgeld? 100 Euro. Boah, sehr stark. Für heutige Zeiten 100 Euro ist cool. Turnier würde ich auch gerne mal mit dir machen. Ah, die Enchanten. Ich muss hier. Oh shit. MG. MG gehittet. Ja, ich bin unten, ich komme nicht hoch. Ja, alles gut. Oh, ich pack hier fest. Oh, OP-Web. Stark, kill dir mal. Oh nein. Ich bin tot, er hat sich zu mir typet. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bin auch tot. Halbes Herz. Okay.
Ja, schon cool. Hm, was machen, was soll ich machen? Also eine Pearl habe ich noch. Pearl, dich hinter sie, wenn sie auf dem Stich sind. Ich brauche Wasser. Wie sind denn deine 1.16 PvP-Kenntnisse? Also ich fand, hast du ein wichtiges Video gesehen? Der ist voll, also Hugo ist richtig geisteskrank. Ja, ja. Hugo ist richtig gut. So ohne Grund. In dem System, ja. Schaffst du. Oh, strong. Ja, die kommen direkt. Ja, du bist. Ja, die kommt safe. Ich brauch nur ein Wasser. Dann ist das Spiel gewonnen, so, weißt du? So, ich hab leider einen Chat deaktiviert. Aber das ist auch ein Wasser. Und das ist ein Enchanter, ne? Boah, soll ich mal jetzt richtig schön die Runde reinswetten? Lass es machen. Ja. Sag mal, die was schreiben. Oh. Die kommen, die sind da. Schon oben? Ne. Am Rad. Ja, kannst du runterhauen jetzt, weil die kurz vor oben sind. Okay, Oh, einer hat voll Damage bekommen, auf ganz schmerzhaft. Welcher von denen? Der, mit dem lilanen Skin. Was heißt das? Just Leon. Okay. So, lass mal irgendwie sweaten. Ich bräuchte einen Wassereimer. Ein zweiter Wassereimer wäre schon Premium, aber dass ich einen habe, ist gut. Mal gucken, was wir gegen die machen können. Ja. Ein. Was macht der denn? Baut er sich da jetzt hin? Baut er sich da jetzt hin? Oder? Ja, komm. Ich bin Schneebälle. Aber der eine ist jetzt alleine. Ja, das ist gut. Die sind auf jeden Fall nicht hin. Ah, er kommt zurück, hinter dir. Ah, jetzt wird er, jetzt. Nein! GG, stark. Haben die gut gemacht? Schade, hätte ich gerne gewonnen gehabt. Aber ist nicht so schlimm. Mutschi, komm hierher. War trotzdem, ey, wir haben 2 von 3, 3 von 4 Runden, glaube ich, gewonnen oder so. Es lief ganz gut. Nice Nutella. Also, auf jeden Fall, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Jungs. Tut mir leid, dass es so spät kam. Und Dankeschön an dich, Mutschi, dass du ihn aufgenommen hast. Vielen lieben Dank. Und schaut auch gerne bei ihm vorbei. Er macht auch coole Kurzfilme und so. Ich weiß nicht, wann kommt denn der Kurzfilm mit mir? Ja, das ist wieder so ein Thema. Okay, also dauert noch ein bisschen. Erst sind ein paar Clips nicht gedreht, das andere ist, ich schneide so schlecht, ich bin so unzufrieden mit dem Ding. Also auf jeden Fall kommt da irgendwann noch was mit mir auch. Also guckt gerne bei ihm vorbei. Er macht richtig coole Videos. Ich kann auch mehr noch machen. Ja, safe. Na gut, Jungs. Ich würde sagen, wir sehen uns. Wiederhauen und reingehauen. Tschüss. Wiederhauen und reingehauen? Ja, das sage ich immer. Das sage ich schon seit keine Ahnung wann. Ja, okay, das war's. Nein, ich sage immer wiederhauen und reingehauen. Seit Folge 1 sage ich das. Und deswegen sage ich es immer am Ende. Geil. Ich mach noch ein Video, ich bringe dir 1.16 SW bei. Können wir machen, wenn ich mal Zeit hab. Ja, wie fandest du's? War cool, oder? War schon chillig. Besser als neulich. Die Aufnahme, die war, als ich das alleine gemacht hab. Nein.